Wir liefern euch heute wieder einen Top-Spot, aber erstmal gehen wir auf lange Reise. Heute werden Kilometer gemacht an der Ostküste und hoch geht's! Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Sonne, Richtung Süden, wir haben's rausgeschafft. Schieb den Zweifel einfach weg, verdammt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Süden, Richtung Sonne, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Wir verlassen diesen schönen Ort hier in Galtström, lassen ihn hinter uns. Für uns geht's weiter auf die Reise Richtung Norden. Ich wollte euch noch mal ganz kurz hier eine Stelle zeigen. Die hatten wir auf dem Hinweg schon gesehen. Willkommen in Skatan. Das ist jetzt natürlich nicht ganz so weit wie Galtström. Wer jetzt auf der Durchreise ist, der könnte natürlich hier auch Platz nehmen. Auch hier ist wirklich alles kostenlos. Ja, wir sind jetzt gerade eben hier in Sundwall. Sind hier gerade schon über diese beeindruckende, kurvenartige Brücke gefahren. Ja, erstmal Frühstück holen, ab zum Willis. Hier kommt wirklich ein großes Highlight. Höger Kusten. Ob's ein kurzer Break jetzt hier für uns, ne? Ab zum Strand. Ja, genau. Wir haben uns entschlossen, wir machen Meter. Und wir sind heute schon viel gefahren. Und ich habe gerade mit dem Kleinen auf der Fahrt schon gepennt. Ich war auch irgendwie müde heute Vormittag und so. Und Leute, guckt mal, was wir haben. Kennt ihr den Spruch? Ich habe eine Wassermelone getragen. Nee, kenn ich jetzt nicht. Warum? Ich verrate es jetzt dem Illo nicht. Schreibt bitte in die Kommentare, von welchem Film ist dieser Satz? Ich habe eine Wassermelone getragen. Okay. Also, das ist der Klassiker. Ach, hier unten sind wir jetzt ganz kurz. Mops und der Kleine ziehen sich schon mal die Wassermelone rein. Und ich will euch noch sagen, hier in Skuleskoken, das ist ja so ein Nationalpark, den sind einigen, sag ich mal, geläufig. Und das ist ja da bei Hänosand, bei dieser tollen Brücke in der Nähe, sag ich mal so. Und ja, da war links, also wenn wir jetzt hochwärts fahren, war halt so ein Riesenberg. Und da dachte ich mir schon, wow, boah, dort einmal hochzuklettern. Aber wir haben halt ein dreijähriges Kind, das ist halt nicht möglich. Auch diesen Naturpark von 30 Kilometer Fußweg oder sowas zu begehen, ist auch einfach unmöglich. Und ja, wir machen es dann halt anders hier in Schweden. Wir ballern jetzt erstmal ein paar Kilometer. Kurze Rast hier. Der Kleine zieht gerade eben schon die Schuhe aus. Ist ja auch logisch, hier ist Sand. Und ich gehe mal ganz kurz ran hier an das Wasser. Ich zeige euch das mal. Also wer zieht denn da nicht die Schuhe aus? Ich könnte ja mal kurz das Füßchen reinhalten. Oh, das Füßchen sagt aber, ist arschkalt. Ach, noch einmal Kind sein. Und so Wassermelone essen, hä? Leute, das wäre doch was. Ja, wir verlassen jetzt hier den Strand von der Ostsee oder botnischen Meerbusen, habe ich gerade gelesen. Und hier ist auf jeden Fall gerade ein Campingplatz. Ja, ich will euch nochmal hier diesen Campingplatz zeigen, also wo wir jetzt gerade eben am Strand waren, falls ihr Interesse habt. Das war jetzt wirklich, die beiden waren am Pennen, der Kleine wurde irgendwie wach. Sagte, oh, irgendwie so am Knöttern. Und haben wir gesagt, komm, jetzt fahren wir mal ran. Die beiden waren im Sitzen eingeschlafen. Hatten jetzt auch nicht lange dort gepennt. Ja, Mops guckt sich hier noch um. Den Kleinen treibt es da mal ganz kurz auf den Spielplatz. Ist ja richtig, aber wir fahren jetzt weiter. Ja, das mag ich natürlich auch mal gerne erwähnen. Viele fahren ja auch die Tour dann mit dem Auto einfach. Und hier gibt es so kleine Hütten. Da kann man sich dann auf jeden Fall auch ja, ein Häuschen nehmen. Ich meine, wir haben jetzt schon einige getroffen, die wirklich nur einfach nur mit dem Auto unterwegs sind und sich so ein paar Hütten nehmen. Das ist total in Ordnung. Hier ist jetzt eigentlich eine gute Übersicht. Hier waren die Höger Kusten. Ne, hier war auch diese wunderbare, traumhafte Brücke wirklich. Na, wenn ich mich jetzt nicht vertue, war hier, glaube ich, dieser Nationalpark oder sowas. Oder hier, ja, ich meine, hier war er, glaube ich. Und ja, hier sind wir schon rumgefahren. Hier befinden wir uns jetzt gerade eben. Und die Stadt kassieren wir Minimum ein. Eins möchte ich noch mal ganz kurz sagen. Also das Ding da oben, sobald das scheint, ne? Also es gibt wirklich Kraft und wir werden jetzt in Gebiete aufsteigen. Da können wir hoffen, dass das schöne Schätzchen da oben uns anscheint. Das ist wirklich schön. Ich wollte erst hier noch sagen, die
sowas von geil. Aber jetzt sind wir echt in so einen Baustellenabschnitt reingekommen. Das ist ja unterirdisch, wie die das dann lassen. Und hier sind nur Bäume. Bäume und wir. Und ein paar andere. Kurze Pause. Ich muss Mops mal ganz kurz ein NRW fertig machen. Den Kleinen habe ich einen schönen Obstteller fertig gemacht. Weil die hängt mir da vorne in eine Seile. Da muss ich erst mal fragen, was mit dir los ist. Mops, aufstehen. Was ist denn los? Ey, ich baller hier den ganzen Tag durch und du hast schon einen Film geguckt, gepennt. Du bist trotzdem mehr müde als ich, oder was? Ich fühle mich, als würde ich den ganzen Tag fahren. Ich weiß nicht. Also ich habe ja vorhin mit den Kleinen erst gemalt die ganze Zeit und Toni Bobs gehört. Dann war ich so müde und dann habe ich mit ihm noch gepennt. Dann haben wir vorhin da den Stopp gemacht, Wassermelone gegessen. Aber ich bin irgendwie, ich bin Matsche. Ich glaube einfach, ich habe viel zu wenig getrunken. Wir machen uns immer eine Flasche fertig und ich habe mir mit dem Kleinen eine Flasche geteilt. Also viel, viel zu wenig getrunken. Deswegen, ich habe gerade gesagt, boah, ich brauche jetzt mal irgendwie ein NRW, ein paar Nährstoffe, glaube ich. Das tut mir ganz gut und ich muss jetzt einfach mal ein bisschen trinken. Und mein Kopf und ich weiß nicht. Und los hier am Durchballern. Also wenn es nach mir geht jetzt, boah, lass uns einfach irgendwo hin und pennen. Wir haben gerade mal, wie spät haben wir es? Ehrlich. 18 Uhr oder so, ne? Oder 19 Uhr? Ja, 18 Uhr, ich bin nicht. Ich habe schon zu dir gesagt, wir sind gerade auf dem Video irgendwie total happy am Rumhopst und du hängst irgendwie einen Schluck in der Kurve. Ja. 18 Uhr, Prime Time. Ja, 18:30 Uhr genau müssen wir haben. Genau, und du sagst gerade, ach, jetzt gucken die Leute das Video von uns und in Wirklichkeit hänge ich hier gerade in der Seile. Oh. Ja, komm, weiter geht's. Ja, zum Fliegen brauchst du eigentlich nur Flügel, boah. Unsere Koffer sind gepackt in die Hügel hoch. Unser Leben wird verfilmt wie die Truman Show. Und wir brechen jetzt hier aus, wir sind zügellos. Sag mal, hat so einen Traum und ihn umgesetzt. Und jetzt bist du unterwegs, wurdest unterschätzt. Deine Lehrer früher in der Schule wussten nicht, welchen Typen sie da vor sich haben, Schluss damit. Geh da raus, zeig es allen, du bist super plus. Sag, wen interessiert denn heute noch dein Schulabschluss? Du bist so, wie die anderen gerne sein wollen. Also zeig es dieser Welt und dann bleib stolz. Also jetzt bin ich mal wirklich gespannt, wo Mops uns hinbringt. Leute, ich kann euch sagen, so sah das eigentlich lange Zeit der Fahrt wirklich so aus. Rechts, links Bäume, Mitte Straße. Okay, vielleicht war noch ein Zaun. Der Zaun ist jetzt hier nicht da. Aber hier ist das Tempo auch ein bisschen ruhiger. Obwohl Mops düst hier mit 70 km/h. Ist erlaubt. Ist erlaubt, sagt sie dann gut. Hier sehen wir unsere Zielkoordinaten und wir haben was von gelesen, Elche, Eulen und so weiter. Das wollen wir uns doch heute mal wirklich hier angucken, oder nicht? Wir haben heute schon einen Elch gesehen, Bobs, ne? Hier ist links. Ja. Links, Bobs, du bist vorbeigefahren. Das kann passieren. Wie sagst du immer so schön, jeder leistet sich mal einen Fehlgriff, ne? Na gut, wir sind mal hier wirklich gespannt, wo es jetzt hingeht. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, das ist natürlich auch immer so eine Sache. Ich weiß nicht, wie weit und das, ob wir täglich hier Kommentare beantworten können. Kann auch mal sein, dass wir einfach keinen Internetempfang haben. Und je nördlicher wir auch kommen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit. Weil wir merken es jetzt schon. Und jetzt müssen wir mal die schöne Stelle finden, die Mops uns hier zeigen möchte. Kleine ist auch so langsam müde. Wir sind alle, glaube ich, so ein bisschen geschafft. Ich kann euch eins sagen, wir sind schon 6 Stunden und 15 Minuten on Tour. Müssen wir nur die Stelle genau einordnen. Das muss ich mal ganz kurz nochmal nachhelfen. Warte mal. Wir haben uns sortiert. Wir sehen, da steht auch schon ein Camper. Wir haben eine Aussichtsplattform. Nochmal kurze Zwischenfrage, bevor wir reinbiegen. Diese ganzen lilanen Pflanzen, was ist denn das genau? Ich finde das total verzaubernd. Und jetzt bringen wir euch in die Natur. Und hier haben wir Natur pur, eine Aussichtsplattform. Da werde ich mit euch hoch. Mops und ich müssen uns jetzt nur noch hier richtig positionieren. Und dann geht's hier los. Wir haben sogar deutsche Nachbarn hier. Passt ja. Schon mal der Sprache auf jeden Fall alle gleichzeitig mächtig. Ich muss mal jetzt Mops helfen, wie wir uns hinstellen. Ja, wir haben jetzt hier unser Wohnmobil hingestellt. Also ihr seht es schon. Absoluter Wahnsinn. Jetzt wollen wir da natürlich hochgehen. Ist doch logisch.
wie sagt man das in der Hip-Hop-Sprache? Man holt sich jetzt seinen Hack. Ne? Hat, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob es was mit Hackfleisch zu tun hat. Ja, der Kleine will natürlich zuerst. Ist ja auch sein gutes Recht. Auch er hatte heute auf der langen Reise, also ich glaube, so lang sind wir noch nie gefahren. Manchmal muss man einen langen Weg gehen, um genau so einen Ausblick sich zu verdienen. Mops, hol das Fernglas raus. Wir wollen die Elche sehen. Ja, Mops ist jetzt geschafft. Ich will nur noch ins Bettchen. Nur noch ins Bettchen. Oh, das waren aber ein paar Zähnchen. Oh. Nee, ich bin froh, dass wir hier einiges abgefahren sind. Bin auch froh, dass wir hier nicht alleine stehen. Ja, Leute, das ist wieder einer der Tage wirklich, wo man sich denkt, es ist gar nicht viel passiert. Du bist eigentlich nur gefahren, 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 gefahren. Über 6 Stunden Fahrzeit ist nicht ohne. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer es jetzt genau sind. Ich blende euch das mal hier so im Hintergrund, blende ich euch das ein, wie viele Kilometer das sind. Ja, es tut weh, auf jeden Fall. Aber wir sind ein gutes Stückchen jetzt vorangekommen. Wie ihr wisst, man hat immer wieder neue Ziele, neue Pläne. Wie geht's weiter bei uns? Alles wirklich eine gute Frage. Manchmal wird man auch komisch angeguckt, wenn man hier so mit der Kamera langläuft. Naja, ist auch nicht schlimm. Ne? Würde ich ja auch gucken, wenn hier einer so einfach mit der Kamera langläuft. Irgendwo im Nirgendwo. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und ich kann euch eins sagen. Morgen wird's interessant. Deswegen schaltet morgen ein, wenn es hier heißt Illo und Mops um 18 Uhr. Und danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao. Na, ich bin's dann doch nochmal ganz kurz hier am Ende. Also hier gibt es viele Mücken. Das kann ich euch versprechen. Aber ihr seht ja auch, die Sonne ist runter. Und ja, schnell rein hier.